Man muss nicht einer Meinung sein, das muss auch nicht das Ergebnis des Gesprächs sein. Aber ohne Kommunikation, ohne Austausch kommt man nicht weiter. Nichts geht mehr am Münchner Hauptbahnhof, als ein Sturm den gesamten Zugverkehr lahmlegt. Doch Marianne, Tiana, Philipp und Susi müssen unbedingt nach Hamburg und landen schließlich im Taxi von Josef, der bereit ist, sie dorthin zu fahren. Auf engstem Raum prallen auf der 791 Kilometer langen Strecke von München nach Hamburg die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Dann stellen wir uns doch jetzt alle mal vor, oder? Heiße Josef, ich nehme euch netterweise mit nach Hamburg. Ja, du wechselst doch mal die Spur! Penner! Joachim Krohl ist im Film als Taxifahrer Josef zu sehen. In Berlin haben wir den Schauspieler zum Interview getroffen. Herr Krohl, vielleicht können Sie erst mal kurz beschreiben, was hat Sie denn besonders daran gereizt, den Taxifahrer Josef zu spielen? Das ganz konventionell. Ich habe das Buch gekriegt, habe das Buch durchgelesen, fand die Geschichte mehr als reizvoll, fand die Figuren alle ganz klar, wunderbar beschrieben und habe im ersten Gespräch mit Tobi Baumann gesagt, diesen Josef, den kenne ich. Der begegnet mir am Tag 2, 3, 4 Mal. Der sitzt am Tresen in meiner Eckkneipe, wo ich gerne mal einen Kölsch trinke. Der begegnet mir im Taxi, ja. Oder ich höre den an der Supermarktkasse mit der Kassiererin reden. Das ist ein Mann, der mir vertraut ist. Den kriege ich hin. Lass uns mal über seine Biografie reden, über das große Problem, das er mit sich rumschleppt. Das war der Ursprung der Entscheidung. Das ging relativ schnell. Und dann hat mich der Produzent und Tobi natürlich mit dieser fantastischen Besetzung eingefangen. Und dann gab es kein Zurück mehr. Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie ja schon sehr viele unterschiedliche Rollen gespielt, auch in sehr unterschiedlichen Settings. Was würden Sie sagen, ist vielleicht so das Reizvolle an diesem, sage ich mal im weitesten Sinne, Kammerspiel in einem Auto? Wir haben von vornherein gewusst, dass wir auf alles verzichten werden, was normalerweise Probleme kreiert. Also Kostüme, Settings, Ausstattung, wechselnde Drehorte, das hält alles auf. Und bei diesem Traveling-Kammerspiel konnten wir uns von Anfang an aufeinander konzentrieren. Wir saßen nebeneinander, hintereinander und haben uns manchmal in 6, 7, 8 Minuten Sequenzen ganz auf die Dialoge und auf das Spiel konzentrieren können. Und das hat man nicht alle Tage. Das ist wirklich besonders. Und natürlich die Konfrontation mit diesen unfassbaren technischen Möglichkeiten. Diese LED-Screens, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Ein ziemlich großes Studio, ausgestattet mit dieser Wand, wo die Landschaft permanent an uns vorbeiflog und ein realistisches Licht sogar produziert hat, sodass wir ganz schnell Zeit und Raum vergessen haben und wirklich unterwegs waren. Piep. Jeder, der als erstes ein Auto mit Anhänger sieht, brüllt: Auto mit Anhänger! Beim Taxi wird nicht gebrüllt! Klingt, es chillt doch alle erstmal. Ich muss mal. Es ist schön, dass wir alle zusammen fahren, oder? Ja, Susi, macht Spaß. Du musst netter sein zu Josef, er ist traurig. Ich will nicht drüber reden. Ist ja auch egal. Der Film schwankt ja zwischen, sag ich mal, Komödie, dann aber auch hat ja sehr ernste Untertöne. Wie war das so, sag ich mal, innerhalb von einer Rolle auch solche verschiedenen Tonalitäten zu spielen? Die Art und Weise, wie die 4 oder 5 aufeinander zugehen, in großen Anführungsstrichen in dem Fall, und sich öffnen und wie wir die kennenlernen und uns fragen, irgendwas, was, mit der stimmt doch was, das weiß ich doch vorher schon, oder was meinst du? Das finde ich sehr spannend. Und diese Querverweise und die Generationsproblematik, dass hinten am Anfang eine andere Welt sitzt als vorne. Wenn Marianne anfängt, ich bin im Iran gewesen und ich war da und da und da und hinten, die sitzt, ja, das sind die Boomer, die alle Probleme in die Welt geschaffen haben, was natürlich nicht stimmt, was aber eine Ansicht sein kann, über die man dann debattieren kann. Und all das passiert ja dann in dem Film. Und das
auf eine sehr konzentrierte Art und Weise. Aber wir dürfen die Leute ja nicht verschrecken. Wir brechen das schon auf. Also wir verlassen das Auto auch mal an ganz ausgesuchten Stellen, wo es auch sehr, sehr schöne Momente gibt. Ich erinnere an die Klinikszene mit Lena, die liebe ich sehr. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, also jetzt sage ich mal, neben den persönlichen Konflikten der Figuren werden natürlich gesellschaftlich relevante Themen wie Klimawandel, Cancel Culture angesprochen. Und wie nehmen Sie persönlich gerade in unserer Gesellschaft so die Debattenkultur wahr? Ja, häufig habe ich das Gefühl, dass gar keine Debatte mehr stattfindet. Ja, also entweder starren alle in ihre Smartphones und haben sich verabschiedet von ihrer Umgebung und von ihren sie begleitenden Menschen. Aber selbst im Bundestag, wenn ein Oppositionsführer nur dreimal sagt, sie können das nicht, sie können das nicht, sie können das nicht, und der andere sagt, you never walk alone, dann ist das für mich ein rhetorischer Offenbarungseid. Das ist auch keine Debatte. Ja? Und ja, wir sind da auf einem kulturell in einem komischen Moment. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Richtig optimistisch macht mich da gerade nicht so viel. Also wenn wir wirklich autonom fahren würden, ja, dann gibt es auch keine Staus mehr, weniger Unfälle. Und ich wäre arbeitslos. Vielen Dank. Science-Fiction-Quatsch ist das. Muss man mal übersehen, dass der Sprit nicht noch teurer wird. Er kann gar nicht teuer genug sein. Ich meine, sonst erreichen wir die Klimaziele ja nie. Oh mein Gott. Ich habe Elon Musk und Oma Thunberg im Auto. Ja, herzlichen Glückwunsch. E-Autos. Wenn Sie jetzt persönlich sich vier weitere Mitfahrerinnen und Mitfahrer aussuchen könnten, mit denen Sie eine Taxifahrt machen würden, die eben 791 Kilometer lang wäre, also mit welchen Menschen würden Sie gerne mal so eine Fahrt machen, um die auch vielleicht besser kennenzulernen oder mit denen zu diskutieren? Vier? Ja, vier. Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards. Ich glaube, das könnte eine spaßige Autofahrt werden. Die haben eine Menge zu erzählen. Die haben eine Menge erlebt. Da bräuchte ich, glaube ich, gar nichts sagen auf dieser Fahrt, wenn die mal ins Rollen kommen. Und zum Schluss noch die Frage, was hoffen Sie, was so die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Film mitnehmen? Naja, dass Empathie keine Schwäche ist und dass es wirklich besser ist, miteinander zu reden und zuzuhören. Man muss nicht einer Meinung sein, das muss auch nicht das Ergebnis des Gesprächs sein. Aber ohne Kommunikation, ohne Austausch kommt man nicht weiter. Ja, perfektes Schlusswort. Ja, vielen lieben Dank. Wie geil wird das denn? Ihr habt doch alle den Arsch offen. Sie wollten tatsächlich mit dem Taxi aus München bis Hamburg? Ja, nein. Nein, ja. Nein. Ja. Ja.